Ich bin die Schläfe. Die Schläfe, der ist zusammen wie ein Einhorn. Ein Einhorn baut auch im Leben zusammen mit. Ein Einhorn ist Lego. Ein Einhorn ist Lego. Hallo? Sind Sie ein Geist? Zeigen Sie sich! Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Jetzt bei dieser Begrüßung habe ich gerade mit schockierender Durchschlagskraft festgestellt, dass hier noch so ein Bibelstreckner mit dran lag. Wir sind beim zweiten Part angekommen von unserem Adventskalender tatsächlich. Jetzt geht's weiter mit den Türchen 13 bis 24. Mal was bei rauskommt. Ich bin so gierig, Digga. 13 und es geht direkt los. Jetzt, falls ihr das erst noch nicht gesehen haben solltet, ich denke mal, ich werde das irgendwo verlinkt haben. Könnt ihr nochmal draufklicken, dann seht ihr Türchen 1 bis 12. Sweet. Und am Ende setzen wir das dann gleich alles. Sexiness of motherfucking life zusammen, Digga. Los geht's. Und wir sind auch schon direkt fertig. Wenn wir so einen kleinen Mate, sieht aus wie so ein kleiner Jedi-Ritter, nur weiß ich tatsächlich nicht wieder, wer es genau sein soll, beziehungsweise wer so aussehen soll wie Wolfgang Petri, der nicht von der Schule abgeholt worden ist. Luke Skywalker hatte doch immer, die hat noch alle dunklere Haare, so dunkelbraun. Wer hatte denn blonde, lange Haare? Außer der Junge, Anakin Skywalker hatte lange blonde Haare, oder? Als Kind, aber der Dude hat ja schon richtig, guck mal, die Falten of Life, Alter. Komm hier, Cam. Digga, realize dein Face hier, Digga. Realize dein Face. Digga, kommst du mal ran? Seht ihr das? Er hat die übelste Falten of Life. Digga, bin ich am Zittern. Und das nur, weil es voll schwierig ist. Blutzucker, Diabetes, alles, Lepra. Okay, weiter geht's. Sind fertig mit Nummer 13. Das sieht so ein bisschen aus, ich dachte am Anfang irgendwie wie so eine kleine Trainingsstation für Jedi, also die dann irgendwie mit so Stöckchen, kennt man ja von der Jedi-Schule, da irgendwie gegeneinander klopfen wie so wilde. Aber mit dem Ding hier oben sieht das so ein bisschen aus wie so ein Messgerät oder so. Wie gesagt, wenn ihr da schlauer seid und informierter als ich, gerne in die Kommentare damit. Ich bin nicht ja so der, hab ich ja schon gesagt, nicht so der, ich guck die Star Wars Filme nicht, aber Digga, ich kenn auch die Names nicht, Digga. Weil bin ich ja, bin ich der smarte George of Life oder was, Digga. Lucas Films of Life oder was, Digga. Weiter geht's. Schon wieder amazingly done in the run. Das war tatsächlich mal wieder was, wo ich ein bisschen mehr tüffeln musste als bei den anderen. Ist ganz sweet. Es erinnert mich so ein bisschen an die hier Todesstern-Zerstörungsfliegerchen, oder? Hat so ein bisschen was, bevor die sich so ausklappen, weil die gehen ja dann normalerweise so zur Seite. We'll see, Digga. Digga, eins kann ich auf jeden Fall sehen. Der Typ ist ein bisschen zu giant für das kleine Cockpit, nicht? Aber ist auch nur eine kleine Nachbildung. Damit spielt er alle. Da ist so richtig ein Plane, Digga. Und ich hab's gesagt, das war so ein kleiner Fighter-Jet, denn hier direkt im nächsten Türchen war nämlich so ein smarter Dude of Life, der, also so ein Pilot, mit Fallschirm. Pilot mit Fallschirm. Sieht aus wie Revi. Der ist ein Pilot mit Fallschirm. Yeah.
Genau, und da ist schon der nächste Geschützstand, wie auch beim letzten Mal. Hier im Part, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, der ist vielleicht in der Beschreibung, höchstwahrscheinlich in der Beschreibung verlinkt. Das ist wieder so eine kleine Garndecke, damit kann man ein bisschen shooten. Das erste Mal, als ich geshootet habe, das liegt immer noch irgendwie unter der Kamera, das ist im letzten Part auch noch. Und das ist wieder so eine kleine Garn, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, so wie das zusammengebaut ist, ihr seht das hier, das sieht irgendwie so aus, so wie, Schiff, wir müssen noch irgendwas drauf machen, schnell. Ich habe keine Ahnung, was das ist jetzt. Lass einfach drauf bauen. Also so, als hätten die Dudes da so ein bisschen rumgeschlammt. Bin ich nicht so überzeugt von. Fand ich das erste Geschütz viel schöner. Viel schöner. Aber sweetness of life. Weiter geht's. Okay, und ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ich bin das erste Mal lost. Ist das ein Commander von den Rebellen? So, die da in der Steinhöhle sind, kurz vor dem Todesstern-Planungsding? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Gerne in die Kommentare schreiben, wer der Dude ist. Vielleicht ist es auch Mr. Two-Face. Das ist im Lego-Film. Good Cop. No Cop, Motherfucker. Weiter geht's. Na, wer kennt die Dinger noch? Die kenne ich sogar noch. Damit, wo man durch die spannenden Wälder geflogen ist und dann immer piu, 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 piu. Und dann ist irgendeiner fett gegen den Baum gepaselt und raselt in the nasal, weil die alle ziemlich schlecht waren im Drive, ey. Aber wir sind nicht schlecht im Driven und wir sind auch ziemlich gut im Bauen. Das war tatsächlich ein bisschen komplizierter gerade. Da muss ich mich echt ein bisschen complicated hier. Die Dinger da vorne sind auch nicht gerade auf live, aber mach was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es so im Miniaturstil gehalten ist, finde ich diese Flugzeuge bzw. die Raumschiffe so sick gemacht. Ich meine, guck mal, die haben das jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Teilen oder so, ist dieses ganze Raumschiff perfekt rekonstruiert mit all den kleinen, sexy Details, die es auch im Film gibt. Ich weiß nicht unbedingt, ob das Cockpit so verschiebbar war, wie so ein kleines sexy Dinosaur, aber guck mal hier mit den Flügeln, ey, ich finde das so schön. Ich finde das tatsächlich richtig cool. Ich finde das tatsächlich richtig, richtig cool gerade. Ich fühl mich gut, wenn ich das aufbaue, weil ich das so cool finde. Ach ja, hab bald Geburtstag, werde älter. Dennoch ein Kind, ja, läuft bei mir. Ich habe es gerade gesagt und ich sage es jetzt gerne auch nochmal, ich bin verdammt nochmal verliebt in die Liebe des Details bei diesen mini kleinen Figuren. Ich finde das so schön. Guck mal, auch gerade irgendwie so mit den Steinen, also das ist schön, das bringt uns so ein bisschen noch in die Christmas-Mood-Stimmung und the people of the land. Ist schon sweet, oder? Es ist schon sweet. Also ich möchte es nur mal sweet, motherfucker, sweetness of life. Es ist schon süß, oder? Also ich finde es schon geil. Guck mal, mach vielleicht. Und das ist, glaube ich, somit das Coolste, was ich seit langem gesehen habe. Habe ich schon mal erwähnt in den letzten drei Teilen, dass ich das super cool finde, alles gerade. Das ist ein R2-D2 als Weihnachtsbaum. Mit Stern oben drauf, Alter. 100 Pro, also nur mal damit ihr schon ungefähr... Das war übrigens eins der letzten drei Türchen. Jetzt haben wir nur noch zwei Türchen left. Die kriegen definitiv, da wo diese umgekippte Liftflasche vom ersten Video ist,
kriegen die alle einen Spot. Also ich will 100 pro irgendwie diesen Boden hier reinlegen davon, den irgendwie abcutten und dann mache ich denen so einen Spot fertig, wo die dann draufstehen und das bleibt auf jeden Fall so ein Part von diesem Regal, bleibt auf jeden Fall dieser Adventskalender 2014, weil ich den so grandios finde. Also, sorry, ich bin gerade ein bisschen sauer, dass ich den nicht vorher aufgemacht habe, denn ich habe keinen Weihnachtsbaum und dann hätte ich einfach das hier eiskalt in mein Wohnzimmer gestellt, so in die Mitte und da so ein riesen Geschenk neben gestellt und dann hätte ich gesagt so, wie, ich habe keinen Weihnachtsbaum, wenn jemand kommt. Digga, siehst du eine Art für die nicht, was ist los bei dir? Drauf gewartet und jetzt gibt es Lichtschwerter natürlich und das im vorletzten Türchen. Deswegen gab es auch noch diesen schmackhaften Ständer dazu, der sogar eine kleine süße Flamme hat. Das muss man jetzt einfach nur mal so hier zicke, zacke, zicke, zacke. Die sind viel zu groß und kommen auf den Boden, deswegen werde ich diese so rum da dran hängen. Des Weiteren würde man nie ausgefahrene Laserschwerter einfach, glaube ich, da dranhängen. So. Das war doch noch eine Luftblase drin, das ist auch ganz sweet, Alter. Die Luftblasen, diese Laserschwerter so live. So, hier sind noch ganz viele Ersatzteile, unglaublich viele Ersatzteile drin. Und ich bin gespannt, jetzt neben dem Schissel hier, und wir haben ja auch unseren Jedi-Ritter zum Beispiel, was denn im letzten Türchen drin sein wird. Und das gucken wir uns jetzt an. Hoffe ich mal. Guck mal. Give me all your money. Give me all your money. Ist das nicht richtig cool? Darth Vader. Jetzt sag ich wieder, oh, Digga, du sprichst falsch aus. Was ist los bei dir? Darth motherfucking Vader in dem süßesten kleinen Weihnachtskostüm mit Cape, Leute. Mit Cape. Guck, wie das im Wind weht. Wie cool das ist. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist noch, er hat seinen kleinen Sack dabei, wo er Geschenke drin hat. Kann er das in die Hand nehmen? Ja! Wie cool! Guck mal. Und das letzte Türchen war tatsächlich einfach Darth Vader, der so aussieht wie... Nein. Gut, Oh, ich bin so müde jetzt tatsächlich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde dieses kleine Setup... von diesem wirklich wunderbaren Lego-Adventskalender, Lego Star Wars Adventskalender, euch nochmal zeigen, vielleicht in einem anderen Video irgendwie mal. Ich werde den jetzt so ein kleines Zuhause machen in meinem kleinen Schränkchen hier. Da kommt ja nochmal so ein Schrank daneben, deswegen sind da einige Slots frei. Das ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe, neben den ganz vielen anderen Sachen, die hier noch sind. Es ist unglaublich cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich finde das so cool. Ich freue mich darauf, das tatsächlich so ein bisschen einzurichten. So ein kleines Lego-Weihnachtsdorf, was immer dann irgendwie auch da ist, so, wenn ich das habe. Das ist immer ein cooles Andenken an zwei coole Videos, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, heute zuzugucken. War mal ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, ich bin natürlich ein Gaming-Kanal, aber will auch ab und an mal ein bisschen meine Freiheiten genießen, denn unterm Strich bin ich ja immer noch YouTuber. Und die können ja machen, was sie wollen. Ich will jetzt den ganzen Abend hier mit rumspielen. Okay, Leute, haut rein. Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, ich hätte es irgendwie einigermaßen gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, dass ich das mit euch teilen konnte, meinen ganzen Adventskalender zu öffnen, den ich nicht öffnen konnte. Aber jetzt ist für mich offiziell eigentlich Weihnachten, obwohl schon lange der 25. ist. Von daher, haut rein, schlaf gut oder was auch immer. Oder habt einen schönen Abend mit der Familie. Ist ja immer noch Weihnachten. Und dann bis morgen. Haut rein, ciao!